Hallöchen Katja. Was geht ab? Meine Liebe, grüß dich. Grüß dich. Lange nicht gesehen. Yes. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Ich muss mich noch entschuldigen, dass ich zu spät bin. Kein Problem. Ich bin nur kurz ausgerastet. Du bist kurz ausgerastet? Nee, du hast sogar schon hier geschlafen, hast du gesagt, ne? Ich bin hier. Wir haben so geübt so und geguckt, wie das Licht ist und ich so. Und dann warst du weg. Haben wir das aufgenommen eigentlich? Nee, ne? Wie du hier lagst? Ja, das wäre witzig. Vielleicht Frage in die Regie. Aber du siehst crazy aus, das muss ich erst mal sagen. Wer macht das? Wie lange stehst du vorm Spiegel? Ich mach das nicht. Das macht immer eine liebe Dame unterschiedlich. In Berlin macht das immer die Tali. Heute war es jemand anderes. Und ja, 4 Stunden. Vier Stunden? Ja, und das ist nicht viel Zeit. Also meistens brauchen wir länger. Also ich bin so gechillt und sage 4 Stunden. Mega. Okay, krass. Ja, sonst sind 6. Okay. Boah. Und man darf nicht vergessen, dass vorher auch noch geplant wird, was ich anziehe. Es ist kein Muss, ich kann eben machen, was ich möchte. Es ist einfach, ich mache das gerne. Okay. So. Also du liebst das. So. Ja, Mann. Okay. Aber ich könnte auch einen Jogger hier chillen. So. Das ist mein Film einfach. Das ist dein Film. Ja, ja, so kennt man dich ja mittlerweile. Ja, ich habe vor einer Woche unser erstes gemeinsames Interview nochmal vor Augen gehabt. Da warst du im Vergleich. Also, so bunt auf jeden Fall. Da war ich aber auch schon crazy, wenn man daran denkt, ne? Ja, wir haben auch Rollstuhlfahren damals noch ausprobiert und so ein Kram. Kann ich mich noch dran erinnern. Das war cool. Ja, ich habe den Wheelie nicht hinbekommen. Nee, du hast ihn nicht hinbekommen, aber du konntest fahren. Ja. Erinnerst dich noch, ne? Ja. Ja, seitdem ist viel passiert, muss man sagen. Muss man sagen. Ich finde es schön, dass du da bist. Heute haben wir ja mal ein bisschen Zeit. Ja. Und jetzt zum aktuellen Anlass muss ich dir aber direkt mal eine Frage stellen, weil ich habe das gerade noch auf Snapchat in den News gesehen. Ich weiß, was kommt. Weißt du, was kommt? Mhm. Katja hat, was hat sie? Sie hat sich nicht geäußert. Sie hat kein Statement abgegeben zum Thema Tierquälerei. Das ist der Vorwurf. Du sollst in deinem Musikvideo Tiere schlecht behandelt haben, missbraucht haben, sagen manche. Und dann, ohne etwas zu sagen, einfach diese Szenen gelöscht haben. Ja. Also die Szenen sind weg. Die Szenen sind weg. Was hast du dir? Viel zu sagen, was hast du dir dabei gedacht? Weil Leute lieben das ja immer, mich in das schlechte Licht zu rücken. Und deswegen möchte ich dazu was sagen. Und deswegen mache ich auch ein Statement. Bei dir natürlich. Wo sonst? Das freut mich. Und ja, also es ist einfach so, im Nachhinein kann ich das verstehen, dass so viele Leute traurig darüber sind, dass ich Hasen im Video hatte. Und du kennst mich, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich bin sehr direkt. Ich schäme mich nicht dafür, das zu sagen, was ich möchte und was ich denke. Und deswegen werde ich auch jetzt Real Talk machen. Erstmal zu dem Video. Wir hatten vorher eine Tiertrainerin und wir haben mit ihr alles abgesprochen. Die war am Set dabei. Die hat uns das Go gegeben. Wir haben ihr alles gesagt, was wir machen möchten, welche Tiere wir möchten. Und sie kam dann mit ihren Tieren dahin und hat das alles auch überwacht. Das war also von ihrer Seite aus cool. Was mir auch immer wichtig ist, weil ich habe ja schon mehrere Videos gehabt mit Tieren so. Ich hatte Pferde, Schlangen, Hunde. Und eben auch die Hasen, ne? Stimmt, ich erinnere mich an das Musikvideo mit Flair, da bist du auf dem Pferd sogar geritten, ne? Genau, ich bin auf dem Pferd geritten, hatte auch Schlangen in dem Video, die sind an mir rumgekrochen und die waren einfach am Start so. Okay. Und das war mir immer wichtig, bei jedem von diesen Drehs, dass eine Tiertrainerin da ist, jemand, der sich damit auskennt und jemand, der auch sagt, ey, das ist alles hier mit rechten Dingen. So, erstmal damit Leute wissen, weil viele haben gesagt, ja, wäre da jemand da, der Ahnung hätte, hätte er das sofort abgebrochen. Es war jemand da, so erstmal dafür. Und das war auch so, ich habe ja ganz viele Leute am Set, so von Videoleuten, Lichtleuten, alle, die da arbeiten. Und es kam keiner zu mir und hat gesagt, ey Katja, das, was du machst, ist Kacke. Keiner hat was gesagt, weder beim Dreh, noch bei der Planung, noch am Set. Und das Ding ist, wenn nur eine Person zu mir gekommen hätte gesagt, ey, das, was du machst, ist nicht cool, dann hätte ich das überdacht, recherchiert und es abgebrochen. Aber hast du nicht selber gedacht, dass die Hasen vielleicht so ein bisschen verängstigt sind in dieser Kulisse? So, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass diese Lichter irgendwie nicht so gesund sein sollen für die und Tiere. Und auch Lautstärke. Stimmt, es ist ja auch laut. Lautstärke sind die auch übertrieben sensibel. Und dann habe ich mich, nachdem die Vorwürfe kamen, informiert und habe dann auch gelesen, dass Hasen sehr sensibel sind, dass sie übertrieben auf Stress reagieren. Und dann dachte ich mir, scheiße, es tut mir übertrieben leid, weil ich bin ein tierlieber Mensch. Ich liebe Tiere. Du hast sogar einen Hund. Ich habe einen Hund, ich hab Katzen, ich komme aus vom Dorf so. Und ich habe alles gehabt, was es an Tieren gibt. So. Und ich habe die alle geliebt und die haben mich geliebt. Und deswegen tat mir das sehr leid und deswegen möchte ich mich auch hiermit so entschuldigen dafür, dass ich das gemacht habe. Das war ein unbewusster Fehler, es war etwas Uninformiertes und dafür möchte ich mich entschuldigen, weil am Ende bin ich ein Mensch und ich mache auch Fehler, so wie jeder Fehler macht. Und du weißt ganz genau, das habe ich dir auch im letzten Interview gesagt, ich bin nicht gerne ein Vorbild, ich will einfach nur ich sein. Und zum Ich sein und zum Du sein und alle, die das gucken, gehört einfach dazu, Fehler zu machen. Aber wichtig ist,
dass man, wenn man Fehler macht, das einsieht und nie wieder macht. Und deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Okay, und deshalb hast du es jetzt auch rausgeschnitten aus den... Genau. Ja. Dann kam natürlich die News, was natürlich nicht stimmt, aber kann ich nachvollziehen, dass die Leute das sagen. Und zwar, sie hat es rausgenommen, sie möchte das vertuschen, sie möchte es einfach verschwinden lassen unterm Teppich. Aber so ist es nicht. Ich möchte das rausnehmen und habe es auch rausgenommen, weil erstens ich das einsehe und nie wieder machen werde. Und ich nicht möchte, dass wenn jemand jünger ist oder allgemein, dass jemand guckt, der nicht informiert ist, der dann sagt, ey, das ist ja cool, die macht das, dann kann ich das ja auch machen. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte es raushaben, ich mache es nie wieder und keiner soll sehen, dass es cool ist. Okay. Ja, ich denke, das ist erstmal ein Statement. Ihr könnt natürlich jetzt selber, gerade wenn ihr euch mit dem Thema ein bisschen besser auskennt, auch gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Mhm. Ich denke halt bei solchen Sachen auch oft an so Krokodile, die in manchen Musikvideos so mit Halsketten unterwegs sind. Es gibt so viele Tiere und dann irgendwie, im Deutschrap. Ja, genau. So im Deutschrap, auch im Ami-Rap, aber ja. Das passiert sehr, sehr häufig. Mhm. Und vielleicht hat es so einen Auslöser gebraucht, dass noch mehr drauf geachtet wird jetzt in Zukunft, auch bei anderen Musikern. Aber wenn du für dich sagst, du willst diese Richtlinien für Tierschutz jetzt noch ernster nehmen. Auf jeden Fall. Und ich bin auch, das möchte ich auch noch dazu sagen, ich bin am Ende dankbar für Kritik, weil ich kann unterscheiden zwischen Hate und Kritik. Ich bin mit Hate aufgewachsen und Hate ist ganz anders. Das war einfach Kritik an mir. Und Kritik ist was Gutes am Ende. Ich habe einen Fehler gemacht und diese Kritik hat mich zum Nachdenken gebracht und mich zum Verändern gebracht. Und das möchte ich auch meinen ganzen Rap-Kollegen mitgeben. So, jeder, der ein Tier ins Video nimmt, überdenkt das. Ihr habt wilde Tiere in den Videos. Und ich habe nicht gesehen, dass diese Leute Kritik bekommen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn Leute Kritik dafür bekommen haben. Aber ich habe es nie mitbekommen. Mhm. Und jetzt habe ich die Kritik bekommen und mache was Gutes daraus und habe was daraus gezogen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr cool. Mir fällt gerade spontan ein, das ganze Ding ist ja auch wieder richtig durchgestartet, ne? Der Song? Ja. Übertrieben. Das war OnlyFans, hast du, ne? OnlyFans, ja. OnlyFans. Ist das ist es geplant gewesen, für deinen Account das Ganze zu machen? Oder warum, wie kamst du darauf? Nein, es war einfach so, ich habe gesagt, ich weiß noch, wir saßen bei mir zu Hause, mein Studio ist ja bei mir zu Hause. Mhm. Und ich habe gesagt, macht bitte den süßesten Beat, den ihr machen könnt und lasst uns darauf richtig versaut sein. Okay, also und so ein bisschen was Konträres. Dann kam dieser süße Beat und wir so, okay, was machen wir? Und ich glaube, dann kam Montes sogar drauf, der so OnlyFans. Und ich so, geil. So Real Talk, Real Shit, das bin 100% ich. Und umso stolzer bin ich, dass dieser Song so erfolgreich ist, weil das bin 100% ich. Und ich denke mir so, ey, nach diesem ganzen Hate, nach diesen ganzen Jahren, wo ich freizügig war und Hate bekommen habe, habe ich jetzt einen Song, der OnlyFans heißt und der übertrieben erfolgreich ist. Und ich denke mir so, endlich. Endlich werde ich appreciated für mich. Katja, ich habe ehrlich gesagt, ich kenne euch ja schon so ein paar Jährchen. Und vor allem, wenn ich euch sage, ne, du bist ja irgendwie immer gepaart mit deinem Schatten, der ist auch ganz böse von hinten guckt. Er guckt nicht böse. Und ihr macht die Dinge schon richtig mit Herz. Das ist das, warum ich auch das so gern mache mit euch zusammen, so dass wir uns einmal im Jahr treffen und mal gucken, was so passiert ist, genauso wie heute. Und ich weiß aber auch, ihr seid verdammt gewitzt. Also ihr analysiert schon so messerscharf und grenzt euch auch klar ab von Menschen, mit denen ihr nichts zu tun haben wollt. Und umgekehrt, ihr plant schon jeden Schritt sehr detailliert. Und ich habe mich natürlich gefragt, wenn du den ganzen Song OnlyFans genannt hast und in deiner Instagram-Beschreibung dann auch OnlyFans, der Account verlinkt ist, hatte das so Promo-Zwecke auch dafür? Nein, wirklich nicht. Und ich schwöre dir, nein. Ich bin dankbar für diesen ganzen Hype, aber es ist gerade in meiner Bio gar nicht OnlyFans verlinkt. Aha. Es ist gerade der Song verlinkt. Ach so, okay. Nee, aber ich habe gerade auch, wo der OnlyFans-Song so krass läuft, gar keine Zeit gehabt, um meinen OnlyFans überhaupt zu bewerben. Also ich hätte das auch nutzen können und sagen, ey Leute, der OnlyFans-Song geht ab, geht auch auf OnlyFans. Aber ey, ich bin so dankbar für den Hype auf der Seite OnlyFans, aber auch für den Song. Und mein OnlyFans läuft so oder so und ich bin dankbar. Und das war eigentlich nicht dafür gedacht. Und dann habe ich mir nochmal die Lyrics, wir haben die Lyrics manchmal ein bisschen überarbeitet, weil ich war noch nicht so glücklich mit dem Aufbau von den Parts. Und dann habe ich mir das so angehört und erst im Nachhinein, ich glaube, das war 2 Tage, nachdem das Song draußen war, und dachte mir so, Alter, das ist übertriebene Promo für meinen OnlyFans-Account. Mhm. Übertrieben. Hast du es auch gespürt? Also sind dadurch gut Abonnenten nochmal dazu? Ja, ich glaube schon. Ich hatte jetzt nicht so eine krasse Zeit dafür, da reinzugucken, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ich denke schon, dass da schon gut was ging, aber ja, es ist, hab jetzt nicht so gecheckt, weil ich bin gerade so in dem OnlyFans-Song-Hype.
Okay, du bist noch voll bei der Musik. Das ist auch dein, sollte auch dein Hauptgeschäft sein, wobei sich das bei vielen ja auch verändert mit der Zeit. Natürlich, also ja. Ich habe ein paar Interviews gesehen von Mädels, vornehmlich sind es halt Mädels auf OnlyFans, die da dann mal so ein bisschen auch Zahlen offengelegt haben, mal so im Groben, die weitaus weniger Reichweite haben als du, aber dann schon von den Verdiensten her bei ja kleinen bis größeren fünfstelligen Beträgen gelandet sind. Und ich dachte mir, wow, also es ist ein ganz neues Zeitalter. Und du sagst auch, es ist unglaublich. Ich finde, OnlyFans ist unglaublich. Schon allein nicht nur, was man alles verdient, sondern wir Frauen, die Bock haben, freizügig zu sein, können auf diese App gehen und unser eigenes Ding machen. Wir sind selbstbestimmt und machen, was wir wollen. Und dafür finde ich diese Seite einfach unglaublich geil, weil es gibt da niemanden, der irgendwo reinreden kann, außer man selbst. Man kann entscheiden, was man macht. Und was man auch nicht vergessen darf, OnlyFans gibt es auch ganz normale Accounts, die einfach nur kochen, ne? Ja gut, aber das sind ist ja so nicht, witzig. Es ist einfach Katja, eigentlich ist, eine Seite für alles. Ja, auf jeden Fall. Es soll so ein bisschen so eine Social-Media-Plattform werden, aber... aber es ist dann ein bisschen freizügiger geworden. Es ist auf jeden Fall eine freizügige Plattform. Weil ich sehe auf jeden Fall die Perspektive. Ich habe aber auch so ein bisschen Bedenken manchmal, weil es diesen Punkt von sich selber in einer gewissen Form zu prostituieren oder freizügig zu zeigen, diese Schwelle wird halt durch diese Plattform natürlich auch sehr... niedrig gesetzt. Also du kannst sehr leicht mittlerweile da dann Geld verdienen. Du brauchst zwar einen gewissen Motor von einer Social-Media-Plattform, die Reichweite draufbringt, aber für Menschen, die vielleicht gerade finanzielle Sorgen haben, die noch nicht ein unglaublich großes Ausmaß angenommen haben, die sehen dort vielleicht dann die Lösung und den schnellen Erfolg, aber wie ist es mit so, vielleicht weißt du da mehr zu diesen diese langfristigen Probleme, die vielleicht auch damit kommen. Safe hast du auch recht, weil da gibt's auch Mädels, die sind gerade 18 geworden. Wenn ich daran denke, wie unreif ich mit 18 war, aber dachte, reif zu sein, ist es einfach heftig, dass es auch Frauen gibt, die dann sehen, ey, es gibt erfolgreiche Frauen und die machen Geld und ich will das auch unbedingt. Ich will mich eigentlich gar nicht ausziehen, aber ich mach's jetzt, weil ich muss Geld verdienen. Das ist natürlich nicht cool. Deswegen ist es auch immer meine Message, ey, macht das, denkt darüber 1000 Millionen mal nach. Es wird euer Leben beeinflussen, vor allem wenn ihr da nackt seid. Das wird jeder sehen. Wollt ihr Kinder haben? Wie ist das mit eurer Familie? Checkt das erstmal alles ab und wenn ihr dann cool damit seid, why not? Aber dann würde ich lieber erstmal 1-2 Jahre warten und gucken, wie ich mich weiterentwickle, was passiert. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich bin bei mir sowieso mit allem im Reinen und habe zwar auch vieles unbedacht gemacht, aber bin immer noch sehr glücklich und stolz auf meinen ganzen Weg von Ups und Downs. Du hattest früher auch Geldsorgen, ihr als ganze Familie. Ja. Wie sieht es heute aus? Oh mein Gott, ich vergesse das manchmal und erinnere mich dann immer wieder dran, dass wir mal Geldsorgen hatten. Und das ist so ein schönes Gefühl, weil manchmal sitze ich so da mit meinem Manager und sage ich, ey, das ist so heftig. Ich muss gar nicht über Geld mehr nachdenken. So, ich habe gar nicht mehr diese Sorgen. Das ist, du denkst gar nicht mehr drüber nach. Es sind keine Sorgen mehr. Ich mache mir auch keinen Kopf, weil im Endeffekt, das Leben ist sowieso, es kann immer mal weggehen, es kann immer runtergehen. Aber ich will mir diese Gedanken nicht machen. Ich genieße den Moment. Und ich arbeite ja natürlich darauf hin, dass alles bleibt und alles ist cool. Aber man darf sich ja auch nicht da rein so, oh mein Gott, was ist, wenn das mal weg ist? Ja. Das macht man, das sollte man nicht machen. Katja, das ist jetzt eine sehr, sehr private Frage, aber wir hatten es gerade schon mal angeschnitten. Ja. Was machst du mit der ganzen Kohle? Weil ich habe mit Pietro Lombardi schon mal gesprochen, auch im Podcast. Und dem wurden, lass mich nicht lügen, Regie, waren das 500.000 Euro? Ungefähr, Pi mal Daumen. Also eine wirklich harte, harte, sechsstellige Summe wurde ihm von einem Freund vom Konto geklaut. Also er hat es leider erst nachträglich mitbekommen, weil es war irgendwie mit Kreditkarte, Online-Banking. Okay, krass. Seitdem hat er auch alles gekappt. Also er macht dieses traditionelle, ich gehe zum Automaten oder ich gehe in die Bank rein und hole mir mein Geld von dem Typen raus. Aber ich mache kein Online-Banking, gar nichts mehr. So, und ihn hat das halt voll frustriert in dem Moment. Einmal, dass einer aus seinem engen Kreis... Und heftig, dass das heutzutage noch passiert. Ja, aber gut, du kennst ihn ja auch persönlich. Natürlich. Ne? Petrus ist ein herzensguter Typ. Total lieber Junge. Die Leute um ihn herum, denen schenkt er von Herzen alles. Und hat das dann auch mit Sicherheit nicht 100% auf dem Schirm gehabt, so, dass er jeden Tag gecheckt hat. Und dann hat aber jemand peu à peu sich die Kohle rausgeholt. Er weiß bis heute nicht, wer das war. Und da frage ich mich natürlich, ist es so klug,
Also sowieso jetzt aktuell, ohne Zinsen das Geld auf dem Konto liegen zu haben? Ja, oder auf jeden Fall. Also, wo siehst du dein Geld am liebsten? Ich sehe auch, dass als nicht so schlau, das auf dem Konto liegen zu haben. Natürlich ist das ein schönes Gefühl, man kommt aus dem Nichts, man hatte nie Geld. Es ist ein schönes Gefühl, eine schöne Summe zu sehen. Aber darum geht es auch nicht und es ist auch nicht das Wichtigste auf der Welt. Und man sollte sich, also ich bin so, ich weiß auch nicht, warum ich so geworden bin, aber ich denke immer daran, was wird mein Kind mal haben? Und deswegen bin ich so, ich will, tue ich auch investieren in Immobilien, in Aktien, in Krypto und alles andere gebe ich meiner Mama. Stimmt, deine Mama kriegt ja verdammt viel. Ja, ihr geht's richtig gut. Ihr geht's richtig gut. Styler. Die Mama, die müsstet ihr mal kennenlernen. Also wirklich, die läuft. Wohnt die noch da bei dir in der Nähe? Die kann sich immer aussuchen. Die kann nach Leipzig und die kann auch nach Berlin. Also die guckt, die geht immer hin und her. Wie die ja, weil Bock die hat. Hängt ja auch manchmal da bei dir in der Wohnung ab. Und die läuft da durch, so wie die Königin. Wir haben sie nicht im Video. Sie ist ja auch nicht so. Nee, ich so will sie gesehen. Auch gar nicht da rein haben. Genau, nee, aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gelaunt. Die Frau. Die hat mich gut auf Trab gehalten, als ich zu Besuch war. Das war schon echt cool. Ja, das ist mir auch voll wichtig. Da geht's gut. Okay, das heißt, und wenn du jetzt Kohle über hast, die du nicht mehr investierst, was gönnst du dir auch mal? Weil ich gönne mir schon ab und ganz zu. Kurz, du bist eine Arbeitsmaschine. Also wirklich, alleine so einen Termin mit deinem Manager hier auszumachen, ist alles andere als leicht, weil ihr seid bis oben hin voll. Ich habe ja nicht mal Zeit für Freunde, also es geht gar nicht. Ich sag alles ab. Ja, ja, aber was gönnst du dir denn mal? Also was bringt dir das ganze Geld, wenn du dann irgendwie die ganze Zeit nur arbeitest? Ich sehe Geld nicht als Allerwichtigste. Ich bin schon eine osteuropäische Frau. Heißt nicht, dass jede Frau so ist, aber ich liebe das sehr. Natürlich mich hübsch zu machen, mir schönen Schmuck zu holen, mir ein schönes Auto zu holen. Das kommt natürlich an letzter Stelle, aber wenn ich mir was gönne, dann ist das schon so ab und zu mal materielle Sachen. Da freue ich mich übertrieben. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Also da stehe ich dazu. Ich sehe auch was sehr, sehr, sehr Teures. Sowas macht mir dann Spaß. Wo, ich erkenne das. Also ich kenne mich selber sehr, sehr wenig nur damit aus. Das ist eine Audemars Piguet. Und die Iced kostet out. Ungefähr? Boah, wie viel kostet die? 50? 40. 40.000 Euro. Das ist natürlich eine Ansage. Ja, ist cute. Ist cute. Ja, aber sowas gönnst du dir dann mal und das ja, ist so. Ja, das mache ich dann und dann bin ich glücklich, aber... Ja, das waren einfach so meine Kindheitsträume, sowas zu haben und deswegen muss das auch sein. Okay, ich weiß, dass andere Musiker dann auch mal, weiß ich nicht, ein paar Monate abschalten. Das habe ich bei euch jetzt wirklich bisher nie mitbekommen. Ja. Oder auch mal Leute in Urlaub fliegen oder so. Fliegen ist schwierig, habe ich mitbekommen. Ich fliege, aber ungern. Ich bin ein Mensch, ich habe gerne alles in der Hand und bin halt so voll, also ich manage gerne Sachen. Und solche Menschen, die mögen das halt nicht, die Kontrolle abzugeben. Und das passiert im Flugzeug. Ich fliege ja nicht. Ja. Kann ich auch nicht. Logisch. Aber wenn ich so gesehen daran denke, dass ja gerade jemand anderes über mich bestimmt, das mag ich dann nicht und dann habe ich Paranoia. Okay. Also aber ich fliege, wenn ich muss. Wenn du musst. Wenn ich nicht muss, fahre ich. Ich höre, ich fahre auch 20 Stunden. Ihr müsst euch vorstellen, was war das in Albanien? Kein Urlaub. Kosovo. Arbeit. Arbeit. Videodreh. 16 Stunden Auto gefahren. Also ich liebe es. Du liebst es, ja. Ich du hast auch ein Auto jetzt, ne? Ja, na, ich habe jetzt ein Auto. Ich habe auch davor ein Auto gehabt. Ja, aber jetzt ist es so ein ganz tolles Auto, ne? Ja, davor war es auch schön, jetzt ist es besser. Jetzt ist die neue S-Klasse. Im Vorhof steht das Ding. Ja, Mann, das ist so ein Monster. Ich liebe dieses Auto. Und du fährst auch gern selber oder lässt du eher fahren? Ich fahre gerne selber, aber wenn ich arbeiten muss, dann nicht. Okay. Ja, so man teilt sich das einfach. Okay. Ja, Katja, wir sind heute schon mit Vollgas eingestiegen. Das muss ich noch dazu sagen, da ist was Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben uns auch eine V-Klasse geholt. Das ist so ein Bus, so ein Mercedes-Bus. Wo du einen Tisch drin hast und reisen kannst. Haben uns extra geholt, damit, wenn wir fahren, ein cooles Auto haben, weil wir halt einfach nicht fliegen wollen. Und das wurde dann auch attackiert. Also da wurden Steine reingeschmissen, es wurde komplett zerstört. Klasse vor, lass mich nicht lügen, 2 Monaten ungefähr. Das habe ich nie mitbekommen. Habe ich dann auch online hochgeladen, weil es einfach Katastrophe war. Wer hat es zerstört? Weiß ich nicht. Warst du drin? Ich war nicht drin. Oh Gott. Ich war früh bei einem Termin, glaube ich. Ich glaube, das war sogar ein Shooting für ein Magazin. Wurde ich gerade fertig gemacht, wurden mir die Haare weggeklebt. Auf einmal, also Drilon sollte dann nachkommen und er sagt, ja, wird ein bisschen schwierig, die ganze V-Klasse ist zerstört, schick mir Bilder. Boah. Und das tut halt auch im Herzen weh. Es geht natürlich nicht um das Auto. Es gibt viel schlimmere Dinge auf der Welt. Aber so immer wieder diese Schläge, so weißt du, so du machst und machst. Und dann überlege ich mir auch, ey, ich habe voll Bock auf ein buntes Auto. Aber dann gibt es wieder irgendwelche neidischen Menschen, die sich denken, ey, die hat das nicht verdient. Aber wieso habe ich das nicht verdient? Ich hasse doch dafür. Ich habe es doch niemandem weggenommen, weißt du? Weißt du, wer das war oder warum? Nein, weiß ich nicht.
Einfach nur. Aber wir haben ja Versicherung, alles ist okay, aber es ist einfach für mich seelisch wieder so ekelhaft und angenehm. Ja. So ist es, kriegst du auch so ein bisschen Flashbacks wieder wahrscheinlich. Ja, immer, immer bei sowas. Unangenehm. Aber davor kannst du dich ja fast nicht schützen. Da kannst du nichts machen. Irgendwer muss dich ja gesehen haben oder verfolgt haben und dann. Ich habe mich natürlich über die V-Klasse gefreut und die Leute kennen ja auch mein Kennzeichen. Das war ja auch KK. So. Ah, okay. So, ich kann's auch, ich könnte es auch vertuschen und sagen, ich mache ein anderes Kennzeichen. Aber warum soll ich mich wegen ekligen, gehässigen, schlechten Menschen irgendwie verstecken? Ja. Ich verstecke mich nicht. So, dann greift mich lieber an, tut mir weh, aber ich werde mich nie vor solchen Leuten verstecken. Aber was nehmen die Leute denn jetzt aktuell so als Grund? Ich weiß nicht, es wird immer irgendwas gefunden bei mir. Okay, ja, das wird wahrscheinlich bei dir auch nie aufhören. Wobei man ja auch sagen muss, du hast das irgendwann erkannt und dann gesagt, okay, und jetzt erst recht. Also wenn ihr schon so spielen wollt, dann werde ich aber auch genau damit verdammt erfolgreich und werde anderen das zeigen. Weil ich habe das auch in unseren Interviews immer mal mitbekommen. Es gibt immer Leute, die das auch kritisieren, dass ich mich dann mit dir hinsetze, weil du ja so, du bist, wie du bist. Genau, so. Laut manchen Leuten bin ich irgendwie kein Mensch. Also ich habe das Blut wie jeder andere, egal wie ich mich zeige. Ja, und den Leuten, den kann ich wirklich, wirklich empfehlen, wenn ihr das bisher noch nicht so 100% einordnen könnt, schaut euch die anderen Interviews an. Da liegen jetzt wirklich immer so ein paar zeitliche Abstände dazwischen. Und in den anderen Gesprächen, da werden wir heute wahrscheinlich nicht nochmal zu kommen, aber du hast schon sehr ausführlich die Situation beschrieben, wie dich Mitschüler und Kumpanen da durch deine Heimatstadt gejagt haben, in den Brunnen geschmissen haben, vor allen. Fluss war das. Achso, ein Fluss, sorry. Ja, das war noch viel, vielleicht wäre ich nicht rausgekommen. Noch viel schlimmer. Aber du hast physische Gewalt erlebt und. Also bist mit Mobbing groß geworden, ohne geile finanzielle Aussichten. Mhm. Und das, was heute alles ist, das sieht ja oftmals so aus. Mhm. Aber das ist halt ein sehr krasser Prozess gewesen. Ja. Und ein Teil davon kann man halt wirklich auch durch unsere Videoetappen verfolgen. Das ist sehr krass zu sehen immer wieder. Wenn ich diese alten Videos von uns sehe, dann denke ich mir immer wieder, krass, wie weiter man noch nach oben gehen kann. Ja. So, ich will nicht mal weiter nach oben und es geht trotzdem noch weiter. Also du bist jetzt kein anderer Mensch für mich geworden, aber du hast dich einfach ein bisschen entwickelt. So. Und das finde ich sehr cool. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wir haben jetzt 2022, so kleiner Rückblick, die letzten Monate, das letzte Jahr, was sind so deine Highlights gewesen? Wann haben wir uns das letzte Mal, ich glaube, wir haben uns sogar vor den ganzen Rekorden zuletzt gesehen, das war davor. Du bist frisch in deine Wohnung eingezogen gewesen? Ich bin frisch eingezogen und es war, glaube ich, mein Abschluss vom Eure Mami-Album, glaube ich. Mhm. Da war ich mit bunten Haaren. Ja, ja. Und danach habe ich erstmal, ich glaube, was danach kam, war mein Release, worauf ich immer noch sehr stolz bin, mit Saweetie und Doja Cat. Mhm. Also ich bin übertrieben Ami-Fan und ich habe mich übertrieben gefreut. Also ich hätte auch mir früher nie ausmalen können, Leute immer so, das wird nie was. Und dann, okay, ich habe ein Release mit den zwei krassesten Frauen. So, natürlich gibt es viele krasse Frauen, für mich die krassesten. Und dann habe ich die auf eins gebracht. Das ist passiert. Also ich habe denen auch einen Rekord geschenkt, so, weil es gibt keine US-Rapper, Rapperinnen, die auf 1 gegangen sind. Bei sich. In Deutschland. Ach so, die hier auf 1 gegangen. Genau, ich habe die in Deutschland auf 1 gebracht. Was ist dann passiert? Ich glaube, danach ist fast jeder, war das so, jeder Release auf 1 gegangen? Ich glaube, danach ist jeder Release auf 1 gegangen. Das ging immer weiter und immer weiter, bis ich dann zur Künstlerin, nicht nur unter den Frauen, sondern zwischen allen, also Männern und Frauen, geworden bin, die meisten Einsen 2021 hatte. Boah. Also es gibt niemanden und das wird auch nie wieder. Künstler, also wir reden jetzt nicht mehr von Rappern, sondern von Künstlern. Reden wir? Ja, wir reden von Künstlern. Ja, auf eins ist ja. Bin bei den Fakten. Auf eins geht ja dann allgemein. Also es ist ja dann schon auch branchenübergreifend oder genreübergreifend. Ja, es ist die ganze Musik, ja. Ja. Es ist alles, was mit Musik und Release zu tun hat. Gab keinen, der öfter auf eins gegangen ist, außer natürlich die Katja. Außer natürlich die Katja. Fühlt sich das denn dann irgendwann nicht mehr so? Also das erste Mal ist sicher das Krasseste, oder? Nein. Echt nicht? Es ist jedes Mal krass. Weil ich weiß nicht, warum das so ist. Ich versuche das immer zu begründen damit, dass ich das nie hatte, dass ich nie Erfolg hatte und mir es keiner gegönnt hat. Für mich ist das immer wieder so, oh mein Gott. Alles, was ich mache, ist für mich oh mein Gott, weil ich mir denke, what the fuck, warum? Also wenn du jetzt wieder auf eins gehst, kannst du dich immer noch richtig hart freuen. Ja, auf jeden Fall, vorbei. Ich war ja jetzt vor kurzem erst auf eins, letzte Woche, glaube ich. Ja, letzte Woche, ja. Also, nebenbei habe ich auch einen Rekord geknackt übrigens. Das ist auch noch passiert. Ich habe ja mein drittes Album released, Pussy Power. Mhm. Und das ist auch auf eins gegangen. Und es gibt
im urbanen Bereich keine Frau, die 3 Alben in Folge auf 1 gegangen ist. Ist auch ein Rekord. Crazy. Ja, ihr seid am Durchziehen. Ich habe das, als ich euch kennengelernt habe, da hast du maximal 2,5-3 Stunden geschlafen gehabt und hast vor meinen Augen den ganzen Tag durchgezogen, mit 2 anderen YouTubern gedreht, dann noch irgendwas recorded und dann noch dieses Interview bis tief in die Nacht. Seitdem, das hat sich eingebrannt. Also und wirklich, das muss ich an der Stelle auch sagen, es hat mich auch nochmal in meiner Arbeit sehr verändert, weil für mich und mein Team ist danach nochmal so ein Turbo angelaufen, weil du weißt, wie das Bild von Außenstehenden auf dich damals war. Heute hat sich das vielleicht schon ein bisschen verändert, aber niemand hatte das so auf dem Schirm. Und dann kamst du rein und hast einfach mal komplett abgeliefert. Und dann kamen noch zusätzliche Ideen so und alle so, nee, aber Katja, wir müssen das nicht machen. Du bist ja auch so ein Mädchen, du bist ja nicht riesig. Wie groß bist du? Ich bin 1,60. Ja, 1,60. So, und alle haben sich Sorgen gemacht und so, nee, komm, wir machen alles. Ja. So, und wahrscheinlich bist du danach tot umgefallen, aber du wolltest durchziehen. Diese Energie, die hat echt ordentlich abgefärbt, weil ich da gesehen habe, boah, so kann man das Ganze auch angehen. Voll durchziehen, und jetzt sitzen genießen. Wir hier auch in unserem neuen Studio. Ich glaube, das ist noch gar nicht, das haben die Zuschauer noch gar nicht gesehen. Aber das ist schön hier übrigens. Echt? Es ist noch nicht fertig, aber mir gefällt diese Insel auch mega. Okay, ja, wir werden jetzt gleich auch, du wirst noch irgendwas da shooten. Ja, mein einjähriges OnlyFans. Okay, dein einjähriges OnlyFans. Ja, mein Account ist ein Jahr alt geworden. Ah, okay. Da kriegst du ein kleines Geschenk. Ja. Oh, und ich kann an der Stelle auch anmerken, Freunde, es ist auch eine neue Podcast-Folge mit Jen Ivar online. Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Wo wir gerade von OnlyFans und den ganzen Erfolgen sprechen. Ein Teil deines Erfolgs ist natürlich auch dein Spiel mit Freizügigkeit. Mhm. So, du haust da ordentlich auf die Kacke. Das hast du aber damals als YouTuberin angefangen. Also du warst so die Erste, die dann dafür auch bekannt war. Du hast auch ordentlich Hate eingesteckt und hast aber immer gesagt, okay, die Leute müssen damit leben. Wer mich gucken möchte, der guckt mich und alle anderen können gerne abschalten, so, aber ich möchte mich zeigen. Ja. Wie ist das? Also mittlerweile sehe ich das sehr viel. Also ich sehe, überall ist das jetzt so ein bisschen angekommen. Egal ob auf OnlyFans, so ganz normale Influencerinnen, die sich dann ein bisschen freier dort präsentieren, aber auch in der Musikwelt. Wie ist das für dich? Also ich freue mich übertrieben über jede Frau, die dazukommt und die auch einfach dazu steht, die sagt, ey, ich bin freizügig und ich find's cool und jeder kann mir sagen, was er will. Ich stehe einfach dazu und kein Mann hat mir was zu sagen, vor allem kein Mann. Früher habe ich mich halt einfach als Außenseiterin gefühlt und das Ding ist, es war ja nicht nur so, ich war nicht nur eine Außenseiterin, die ignoriert wurde, ich wurde mit Brocken beschmissen, so. Es wurde immer so, hahaha, die irgendwie einen YouTuber, 3 Millionen Follower, 2 Millionen Follower und alle haben mich groß in die Caption gemacht, mit meinem Namen Geld verdient und mich geschämt und jedes Kommentar ging darum, dass sie recht haben und wie scheiße ich bin. So, das war mein Alltag jahrelang. Und ich stand einfach nur alleine da und habe so gerufen, hallo, will mir irgendjemand helfen, irgendeine Frau vielleicht? Und es war keiner da. Und jetzt fühle ich mich so, als wären wir so eine große Fußballmannschaft an Frauen, vor allem in der Rap-Szene. Und wir sind einfach alle so, wir haben jetzt diese eine Mission und die sind alle dazugekommen. Und ich freue mich einfach darüber, dass wir uns den Ball zuspielen. Auch wenn ich jetzt nicht so viel mit den Frauen im Rap-Game zu tun habe, bin ich dankbar dafür und fühle mich übertrieben wohl und lehne mich zurück und denke mir, ey, endlich kommen mehr Frauen dazu. Wann hast du mit YouTube nochmal angefangen? 2014 offiziell bei diesem Kanal, aber ich habe schon ein bisschen weiter vorher schon Videos veröffentlicht, auch auf einem anderen YouTube-Kanal. Ich habe ja auch direkt mit Musik angefangen. Ich habe ja Cover gemacht. Stimmt, dein allererstes. Miley Cyrus, We Can't Stop. Ja. Ich wünschte, jemand würde dieses Video sehen. Einfach nur nochmal, um zu zeigen. Gibt's erstens das noch? Ist leider nicht. Leute, gerne, wenn ihr das findet, schickt mir das. Ist mir egal, wie cringe ich da bin, das gehört zu meinem Leben. Schickt mir das, weil dann wird jeder sehen. Das war, keine Ahnung, 2013, 14. Irgendwie um die Dreh und ich war schon übertrieben freizügig und ich kam da, der Mann hat mir sogar letztens noch geschrieben, dass er Respekt davor hat, was ich gemacht habe, weil er meinte, ey, du bist in mein Studio gekommen, du wolltest nicht, dass ich Fotos mache, du wolltest nichts, du hast alles alleine gemacht. Ich so, Kamera dahin, dann mache ich das Licht und habe alles alleine gedreht und so und alles alleine geschnitten und habe einfach ein Video hochgeladen. Also es war schon sowieso immer mein Traum, freizügige Musikvideos zu machen. So. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 25. 25? Ja. Ja, stimmt, wir sind gleich alt. Ja. Wie alt war ich denn da? Ich glaube, ich war 17 oder ja, so. Ja, crazy. Ganz andere Zeit, ne? Ja, aber wenn man sich das so überlegt, dass du damals das schon so in dir hattest, so ein, ja,
passt das? Dann warst du wirklich eine der Ersten oder vielleicht sogar die Erste, die so den Vibe versprüht hat. Ja, ich habe den ekligen Weg bekommen. Auf jeden Fall, da war es noch nicht so cool. Mittlerweile ist das ja... Es war nicht so cool, es war gehasst, es war verachtet. Ja. Es war verachtet. Ja, und jetzt... Jetzt ist es so, die gucken mich schief an, das ist okay, weil ich mir denke, oh mein Gott, früher wurde ich wurde getötet, weil so gesehen, hätte ich das wirklich ernst genommen, ich hätte mir auch das Leben nehmen können, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Das ist wirklich so und das ist nicht cool. Aber mit dem Weg hast du halt vielen jetzt auch so diese Tür geöffnet. Ich bin stärker geworden. Ja, aber du, jetzt können dir halt auch, es gibt super viele Leute, die dir jetzt auf diesem Weg halt auch so ein bisschen folgen können. Ja. Ne? Es muss nicht dieser freizügige Weg sein, es kann auch einfach der empowerte Weg sein. Der selbstbestimmte, sein. Ja. Definitiv. Bis hierhin bist du aber, was Features angeht, irgendwie mit diesen ganzen anderen Mädels, die auch so in deiner Fußballmannschaft spielen, ihr seid gar nicht so connected, ist so mein Bauchgefühl als Außenstehender. Mhm. Es gibt so viele große Namen, wo ich mir denke, oh, das ist ja irgendwie ähnlich, aber zusammen habe ich euch noch nie gesehen und übereinander reden tut ihr auch nie. Ja, das ist halt so, am Anfang, wo ich in die Musikszene reinkam und das richtig ernst genommen habe, mein erstes Album rauskam, Boss Bitch Album, sogar noch davor, wo wir Songs aufgenommen haben, habe ich mich mit meinem Manager hingesetzt und gesagt, ey, wie sieht's aus, wie ist mit Featuren, wie macht man das, wollen wir ein bisschen mit Leuten kooperieren, wollen wir coole Leute ranholen? Und dann hat er gesagt, ey, ganz ehrlich, das ist was Cooles und ich habe das mit meinem Künstler, den ich damals hatte, hat er gesagt, der auch sehr erfolgreich ist, immer gemacht. Wir haben uns gegenseitig mit den Leuten getroffen, kooperiert, Features gemacht. Aber das ist halt einfach bei den Frauen im Rap-Game leider nicht so. Das ist sehr schade. Hat er das damals schon so erkannt, dass es schwierig werden wird? Nee, wir haben einfach gesagt, wir gucken, so wie es kommt. Und dann habe ich auch festgestellt, wir haben beide festgestellt und das stellen auch viele intern in der Szene fest, dass es bei den Frauen einfach nicht so ist. Und dass sie halt einfach nicht so auf den Nenner kommen. Aber woran, genau, dieser Nenner, ist das so dieser typische, ist das so Zickenkrieg, ist das Konkurrenzkampf, so weil... Wenn die Männer das machen und das super erfolgreich ist, wenn Kapi mit Luciano zusammen ein Feature macht, dann geht das Ding auf jeden Fall durch die Decke. Ja. So, und mir würden direkt 2-3 Namen einfallen, die ich vielleicht sogar schon selber mal getroffen habe, wo ich mir denke, also war ein nettes Gespräch, mit dir habe ich immer eine gute Zeit, ich bin mir sicher, dass es funktionieren würde, aber irgendwie kommt es nicht zustande. Ja, ist auch so und ich finde das halt übertrieben schade. Und das Ding ist, ich bin ein Mensch, ich bin am Start, ich liebe Frauen, ich liebe schöne Frauen neben mir zu haben, erfolgreiche Frauen neben mir zu haben und es kommt halt irgendwie nicht zustande. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und aber du wärst offen? Ich bin bei sowas sehr offen, aber ich mache auch mein Ding alleine. Ich habe extra auch dann gesagt, ey, ich mache mein erstes Album ganz alleine, ohne jegliches Feature, weil ich möchte alleine auf eins gehen, mein ganzer Weg war alleine und wenn jemand dazukommt und ich jemanden treffe, den ich mag, dann sehr gerne. Zum Beispiel bei Elif war das so, wir haben uns zu einem Interview getroffen. Ich kannte sie nicht, sie kannte mich nicht. Wir haben uns verstanden, zack, Feature. So unkompliziert ist das, wenn eine Frau cool drauf ist. Ja. Ich war cool drauf, sie ist cool drauf, ich liebe sie immer noch über alles und wir sind auf eins gegangen. Crazy. Ja, Mann. Auf eins gehen, das musst du mir sowieso mal erklären, weil ich sehe immer nur deine, hier diese Glaspokale, die du dann auf Instagram postest. Und ich denke mir, cool, aber es ist so gar nicht meine Welt. Ich bin groß geworden mit YouTube-Trends auf Platz 1. Das bist du dann so 24 Stunden und dann bist du wieder weg. Aber wie genau gehst du denn auf eins? Also, das ist ein Thema, was viele nicht checken. Und deswegen ist es gut, dass ich das anspreche. Das habe ich schon mal angesprochen. Ich habe ein Video auf Instagram gemacht, wo ich das alles erkläre, weil ich auch in die Kritik gekommen bin, weil natürlich Menschen immer bei mir versuchen, was zu finden. Und zwar ist es nämlich so, du gehst auf eins, du bringst Donnerstag 23.59 Uhr deinen Song raus. Dieser läuft eine Woche lang und kriegt Umsatz. Okay, Kohle. An dem nächsten Donnerstag, 23.59 Uhr, ist Stopp. Und dann ist der Umsatz für die Woche gewertet und Freitag wird dann gesagt, wer hat den meisten Umsatz. Wie oft dein Song gekauft wurde. Genau, das erkläre ich dir auch noch. Und zwar, der Umsatz geht einfach darum, welcher Song hat am meisten Umsatz gemacht, am meisten Geld reingeholt. Diese Person geht dann auf eins, dieser Song. Und Umsatz machst du halt so, durch Radio, durch Streaming, Spotify, durch Verkäufe, wie zum Beispiel auf iTunes, Apple Music, Amazon und eben auch durch CDs. CDs sind zwar ein bisschen oldschool, aber CDs gehören genauso dazu, wie Streaming auch dazu gehört. Und CDs verkauft man heutzutage, vor allem mache ich das sehr, sehr, sehr krass, weil ich einfach übertrieben krasse Fans habe, mit Bundles. Das heißt, man sagt, ey, ihr habt noch ein T-Shirt dazu. Ihr habt ein cooles T-Shirt, ihr habt die CD, ihr könnt mich unterstützen und wir können gemeinsam auf eins gehen. Ah, okay, zu einem einzelnen Song kann man dann auch so ein Bundle machen und das wird dann alles zusammengeschmissen und gewertet.
Und womit machst du dann am meisten Kohle? Also Kohle ist überhaupt nicht das Ding, weil man nicht so viel daran verdient, wenn man zum Beispiel einen Bundle rausbringt. Nee, ich meine Umsatz. Also was macht bei dir den größten Teil vom Kuchen aus, der dann in diese Chartplatzierung oder auf 1 gehen? Mit was gehst du am ehesten auf 1? Bei mir ist das in der Vergangenheit so gewesen, jetzt bei OnlyFans ganz, ganz anders, weil OnlyFans einfach Streaming stark gewesen ist. Bei mir ist es immer so, ich mache am meisten Umsatz mit meinen Fans. Meine Fans sind die, die mich auf 1 bringen, weil das Bundle, was ich verkaufe, wenn man das jetzt so sieht, ich verkaufe zum Beispiel, ich mache einen Drop, der geht online, ist nach einer Stunde ausverkauft, sind 8000 Stück weg. Und so damit Fashion-Sachen. Genau, so ein T-Shirt einfach. Mhm. Und damit man das in der Relation sieht, ein anderer Künstler, wenn er gut ist, kriegt er so um die 1000 Stück weg, 1000 bis 4000. Es gibt auch Künstler, die machen 100 Stück weg. Große Künstler, Namen, die man kennt. Und ich bin halt einfach gerade im Business die am meisten davon verkauft, weil ich die krassesten Fans habe, die hinter mir stehen. Wie viele Dinge hast du so, das krasseste, was du jemals verkauft hast? Also Boxen 20.000. Und das Ding ist auch bei Bundles, ich mache ja nicht einfach nur, ich sag einmal im Jahr hier ein Bundle. Ich mache eine Single und mache ein Bundle. Und dann kommt wieder eine Single nach 4 Wochen und wieder ein Bundle. Und es sind immer wieder 5.000 bis 8.000 bis 10.000 Stück. Die verkaufst du dann für 20 Euro oder sowas? Genau, 20, also 19,99 oder 24,90. Je nach Inhalt, okay. Genau, je nach Inhalt, aber ich gehe da sowieso sehr niedrig dran, weil für was soll ich da irgendwie noch einen Preis drüber machen? So. Okay, so verkaufst du dann, okay, verstehe ich total. Ja, ihr seid da ja füchsig, ich kenne mich da kaum aus, aber genau. Du meinst, dass es schon sehr krasse Zahlen sind. Ja. Ich habe keine Vergleichswerte. Also ich denke mir so, 20.000 Dinger, klar, wenn du davon so viele für den Preis verkaufst, dann ist das schon mal ein krasser Umsatz, musst dann die Kosten abziehen, dann hast du irgendwie auch einen netten Gewinn. Also das ist aber, du gehst auf 1, also denke ich mir, bist du eine der krassesten oder die krasseste und dann ist es auch gerechtfertigt, aber der Vergleichswert fehlt, weißt du? Wenn du Apple und Microsoft vergleichst, dann kannst du irgendwie sagen, ja, okay, das ist der Umsatz von denen und das ist der Umsatz von denen, aber mir fehlt Microsoft, wenn du Apple bist. Also wo siehst du so die anderen? Kennst du deren Zahlen? Also man kennt die Zahlen und ich weiß halt einfach, dass wenn ich ein Bundle rausbringe, dass erstens, dass es ausverkauft geht, ich sehe das nie. Außer wenn jetzt jemand sagt, ich bringe 10 Stück raus, dann kann sein, dass diese Person auch ausverkauft geht. Aber ich gehe mit diesen 8.000 Stück ausverkauft. Das heißt, ich sage nicht, nächsten Tag, hier könnt ihr noch was haben. Die sind immer direkt weg. Man muss ganz schnell sein, damit man das überhaupt bekommt. Und die Leute, die dann, keine Ahnung, die machen 100 Stück zum Beispiel oder 200 Stück, die kriegen das nicht mal weg. Die gehen auch nicht ausverkauft. Reden wir jetzt von so Underground-Rappern oder? Nee, ich rede von großen Namen. Also Leute, die in meiner Liga sind. Leute, die auch viele Follower haben, die groß sind, die man kennt, die jeder hört. Die jeder hört? Ja. Also, ich frage jetzt schon konkret so in die Richtung diese Champions League, die du immer in diesen Spotify, Amazon Playlisten ganz, ganz oben siehst. Mhm. Also, man könnte jetzt egal wen von denen nehmen. Ich sage das immer, weil ich möchte nie immer sagen, ich bin die Allerkrasseste. Es gibt genug erfolgreiche Leute. Aber einfach nur, damit man die Relation sieht, es gibt vielleicht in Deutschland 2, 3 andere Leute, die auch stark sind. Aber wenn ich mit meinen Fans komme, ist es trotzdem unschlagbar. Also das sage ich auch vom Herzen raus, das sind meine Fans. Okay, du verkaufst an deine Fans 8.000 Bundles. Wie liegt die Konkurrenz da so? Also so die wildesten, wo du weißt, so boah, die sind richtig, richtig gut. Wo man wirklich sagt, Respekt, macht die Person echt gut, ist wirklich so 4.000, 5.000 Stück. Und dann ist schon wirklich so, okay, stark. Und dann weiß man auch nicht, ob es direkt ausverkauft ist oder ob das dann auf mehrere Wochen, auf eine Woche, auf mehrere Tage, nicht auf mehrere Wochen, weil es zählt ja nur eine Woche. Okay. Jetzt habe ich so ein bisschen Bauchgefühl für die Relation bekommen. Genau, aber. Weil ich hatte jetzt so einen im Kopf, den ich selber höre, wo ich denke, so, boah, also der ist wirklich so bei den Männern jetzt einer der wirklich wildesten. Und wenn du sagst, dass, wenn der das jetzt wäre, wenn der bei 4.000 rauskäme und du nochmal das Doppelte machst, ist natürlich schon eine ganz andere Relation. Aber das bedeutet, die anderen machen dann mehr Umsatz über ihre Streams oder sowas. Genau, das ist halt das Ding. OnlyFans ist jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass ich auch streamingstark sein kann, dass ich auch abreißen kann. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, im Streaming bin ich jetzt nicht die krasseste. Aber was ich halt stolz sagen kann, ich habe die krassesten Fans. Und das ist mir wertvoller, weil man das so sieht, ein Bundle ist an eine echte Person verkauft. Das sind echte Menschen, die das kaufen.
Das sind Streams, keine Streams kann man faken. Genau. Wie ist das eigentlich? Genau. Jetzt habe ich dich mal hier, jetzt muss ich auch ehrlich fragen. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Klickkäufe, Kai, der Klickkäufer, aber... Das war ein großes Thema, ja. Ja, kaufst du deine Streams oder wie gehst du immer auf eins? Deswegen bin ich auch so stolz darauf. Leute sagen immer, ja, es ist nur wegen Bundles. Du machst es, du bist auf eins wegen Bundles. Aber dann sage ich, ey, lieber gehe ich auf eins wegen Bundles. Das sind echte Menschen, echte Fans, die am Ende 20 Euro gerade für ein Bundle ausgeben, anstatt dass ich sage, ey, ich bin auf eins, ich habe übertriebene Zahlen, aber keiner weiß, ob die echt sind. Und bei mir kann man sicher gehen, dass es echt ist. Weißt du das? Meine echten Fans. Weißt du, ob in der Szene wirklich Klicks gekauft werden? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Es wird sehr viel spekuliert in der Szene. Jeder spekuliert, vielleicht kauft die Person oder die, aber ich kann es nicht sagen. Aber man kann auch nicht davon ausgehen, dass keiner kauft, weil vielleicht kann man es hacken. Okay, crazy. Und deswegen bin ich so stolz auf echte Menschen. So. Ihr habt mir heute sogar ein Ding mitgebracht. Was ist das, eine Bundle oder eine Box? Oder? Das ist die Box. Das ist die Box. Kein, ja. Da, die ausverkaufte, plus die Powerbox. Ah, die ist sogar ausverkauft? Ja, natürlich. Was okay. denkst du denn? Da, kann ich mir das mal angucken? Du kannst was, die auch auf eBay verticken. Wird für 500 Euro gehandelt. Für 500? Ja. Nee, du machst Spaß. Mindestens sogar, wirklich. Ich schwöre, guck auf eBay Kleinanzeigen, für was hier gehandelt wird. Guck einfach jetzt sofort in dein Handy. Also hätte ich mir, das, was du mir jetzt schenkst, das ist eine Wertanlage. Was für Krypto? Was ein Quatsch, ey. Doch, ich schwöre. Das liegt auch daran, dass die Qualität krank ist. Aber passt bitte auf beim Aufmachen wegen den Artikeln. Weil ach so, was sind da für Artikel drin? Also es könnte für YouTube zu viel sein. Ah, okay. Also muss ich mir das erstmal vorsichtig anschauen. Richtig rum oder falsch rum? Ich weiß nicht, ob das für... Nee, das ist nicht zu viel, glaube ich, das Cover. Okay. Dazu muss ich auch sagen, das ist wieder so eine einmalige Sache. Du weißt ja, die erste Box war dreieckig, hat keiner im Deutschrap gemacht. Oh Gott, die erste Box, Freunde, ich war wirklich mit meinen Cuttern, wir waren im Büro und da kommt dieses Paket an. Dreieckig, ja. Weiß, ich kann mich noch wirklich gut dran erinnern. Und wir hatten unser erstes Interview gedreht. Ich war so, ja, boah, war voll cool, die ist voll am Durchziehen und bla bla bla. Da haben wir uns getroffen und dann kam die Box und dann mache ich die auf. Und ich wusste nicht, was drin ist. Ich liebe diese Box. Aber in der Box war eine Sexpuppe. Und das zu erklären, das könnt ihr euch sicher vorstellen, war alles andere als angenehm. Also da hast du mich echt in eine Situation die gemacht. Die zweite Box war holographisch, die hätte ich auch mitbringen können, ja. Ja, die zweite Box, die habe ich nicht bekommen. Jetzt habe ich aber die, das ist die dritte? Ja. Das ist die dritte Box, okay. Was sagst du zu dem Flausch? Das ist wirklich angenehm. Also das war so teuer in der Produktion. Das sind auch Sachen, andere machen zum Beispiel einfach nur so eine Papp- oder Kunststoffbox und das ist zum Beispiel schon 7 Euro in der Produktion, was unglaublich viel ist, muss ich dann auch später erklären. Pro Box? Pro Box. Okay, das muss man dann immer von diesem Umsatz abziehen. Und ich musste dann erklären, was man da überhaupt ausgeben kann. Ja. Das ist gestört. Pass lieber hier auf, ne? Okay, ja, ich sehe schon, es... Zensier einfach alles, mach einen riesen Balken darüber. Also ich habe hier einen Kalender, Freunde. Kennt ihr Kalender? Bauernkalender, so heißt das doch. Das, ne? Kann man halt sich in die Scheune tun und ja, dann genau. Arbeiten und chillen. Madame ist freizügig unterwegs auf jeden Fall. Und da gibt es dann verschiedene Fotos von dir. Aber du bleibst dann in dem Modus hier, oder? Ja. Okay. Schon. Ist das so deine Grenze? Kannst du dir angucken. Kannst du ja raus. Ist das deine Grenze? Also nee, ich habe keine Grenze. Ich mache einfach so, wie ich mich fühle. Vielleicht bin ich in 2 Jahren anders. Das kann man nicht sagen. Also hast du schon mal komplett blank gezogen? Klar. Natürlich. Sorry, ich habe jetzt noch nicht recherchiert. Okay, aber gut. Das heißt, das ist der Kalender. Dann gibt es noch eine CD. Ja. Ja, das kann man ja zeigen. Und auf der CD ist auch noch, nur die Box haben noch eine EP drauf mit Songs, die nur für die Boxinhaber sind. Das heißt, die Songs haben so gesehen keine Einnahmen, sondern nur für die Leute. Okay, dann habe ich hier noch eine Taschenlampe. Was ist das denn? Kulturschock. Also hier bist du wieder drauf, ne? Ja. Kann man sehen hier. Muss ich das irgendwie öffnen? Ah, doch, das ist ein Reißding, ne? Bitte öffne das. Nicht öffnen. Ah, doch, da ist so ein... Warte, ja, ich krieg's hin. I love it. Muss ich das komplett abziehen? Ja, nee, musst du nicht. Das musst du nicht abziehen. Okay. Wie man Bock hat. Was erwartet mich jetzt? Oh Gott, oh Gott.
Es ist eine... Okay, die Box ist schön. Es ist eine, ein Sexspielzeug, eine Taschenmuschi, so heißt das auch, ne? Ja. Und hier haben wir noch... Das ist mein Lieblingsinhalt. Der ist wirklich richtig, richtig cool. Auf den bin ich sehr stolz. Und zwar ist das so ein... wie heißt das? Ladebank? Eine Ladebank? Ah, eine Powerbank. Genau, und die machst du an dein Handy dran und du kannst dein Handy damit nutzen, ohne dass es sinnlos rumhängt. Ah, das ist... das. Okay, also... Das ist halt... Ich liebe das. Ich kann gar nicht ohne das. Okay. Wonach habt ihr ausgewählt, ganz ehrliche Frage, wonach hast du ausgewählt, was hier reinkommt? Also CD, verstehe ich. Powerbank, sehr cool, weil du kennst deine Zuschauer, du weißt, was die brauchen. Bauernkalender kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, weil ne, so, das ist sowieso das, was die Leute, ein bisschen extra Content für OnlyFans. Und, am Ende verkauft man den für 29,99, dachte ich mir, mach ich den lieber rein. Was hast du dir denn hierbei gedacht? Das ist so ein Ding. Mein Team sagt auch immer, Katja, was machst du da? Aber ich bin am Ende Katja und ich brauche noch ein bisschen Katja-Flavor und deswegen muss ich immer in jede Box das machen. Okay. Ich brauche immer was, was Katja ist. Okay. Das wissen meine Fans auch. Ja. Aber ich suche die Sachen nach meinen Fans übrigens aus. Also ich frage die auch. Ich habe ja einen VIP-Account. In meiner Eure-Mami-Box habe ich einen VIP-Account reingemacht, dass jeder, der die Box gekauft hat, in den Account rein darf. Und die frage ich dann, ey, was findet ihr cool? Was wollt ihr unbedingt? Ach so, so einen, das ist dann für deine OnlyFans. Das war extrem angefragt. Okay. Wow. Und dann dachte ich mir, ey, das, sowas könnte ich, weil es ja von mir ist, sowas könnte ich für 50 bis 100 Euro safe verkaufen. Das machen ganz viele Erotikdarstellerinnen. Dachte ich mir, ey, rein in die Box. Rein in die Box, Abfahrt. Und wie viel, für wie viel konnte man die kaufen? Die Box? Ja. Boah, wie viel war das insgesamt? 50. 49,99. Okay. Und davon hast du 20.000 Boxen verkauft? Genau. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Okay. Ja, ey, ich war jetzt natürlich leicht irritiert, weil ich damit nicht gerechnet habe, aber das ist... Bei einer Katja-Box muss man immer damit rechnen, dass es keine normale Box ist. Wenn man auch so vergleicht, natürlich nur Liebe an die Leute im Rap-Game, aber wenn man jetzt mit einer anderen Box vergleicht, was im Rap-Game so üblich ist, ist es einfach nur Sticker, vielleicht eine Cap, CD, Box, fertig. Habt ihr das gehört? Ich merke schon, Katja wird langsam zum Profi. Das Ding aber, ist, ich gebe mir Mühe gesagt, und ganz, das wissen ganz, die. Ganz viel Liebe an alle Kollegen im Rap-Game, aber, aber ganz im Ernst, meine Box, die ist die krasseste. Es ist aber so, weil da wird wirklich Geld reingesteckt und da bleibt halt auch nichts übrig für mich. Wie viel Gewinn machst du denn an so einer Box? Also die Box kostet 49,99 und da hast du Mehrwertsteuer, die runter muss, Kosten an Amazon, ganz viele Kosten, die ich jetzt alle nicht auf dem Schirm habe, die erstmal davon abgehen. Und dann hast du am Ende hochgerechnet 25 Euro übrig. Manchmal sind es auch 24, 23, das hängt immer von den ganzen Umkosten ab. Ja. Und das hast du dann und das kannst du nutzen, um zu sagen, ey, ich will eine coole Box oder ich will auch Umsatz damit machen. Beides ist total legitim, wenn man Umsatz machen will, warum nicht? Und ich habe mich dafür immer entschieden bei den Boxen, weil ich bin sowieso glücklich und ich verdiene genug Geld. Bei den Boxen will ich meinen Fans was zurückgeben und deswegen knalle ich die immer so voll, wie es geht. Okay, und dann kämpfen die darum, sodass das Ding sogar für 500 Euro Das ist immer Euro voll das Event. Crazy. Also das ist wirklich, die sind so glücklich und dankbar und ich bin auch stolz darauf und gebe mein Bestes. Ich gebe wirklich für diese Boxen immer mein Bestes, damit die Fans glücklich sind und versuche mich nur zu bessern. Okay. Hat es mit diesem richtigen Hype auf deinem OnlyFans, auf deinen ganzen Kanälen, hat das auch mit deinen Operationen zugenommen? Nee, gar nicht. Also ich empfinde mich nicht so, als hätte ich mehr Hype wegen OPs. Wie viele OPs hast du gemacht? Boah, weiß ich nicht. Was habe ich alles gemacht? Ah, ich weiß, was noch passiert ist. Ich habe mir Brazilian Buttlift gemacht, nachdem wir uns getroffen haben. Ja, 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 doch, doch. Ich habe da noch ein bisschen das gesehen. Ich habe das gesehen, weil ich weiß ja, wie du früher aussahst. Ja. Und jetzt hast du plötzlich so einen Becken. Ist das nicht saugefährlich? Also ich übertrieben und ich rate jedem davon ab. Ich wollte es eigentlich auch gar nicht öffentlich machen. Aber dann dachte ich mir, ey, warum das nicht sagen? Sag doch einfach, du hast gemacht. Erstens, ich will nicht lügen. Und zweitens kann ich dadurch auch sagen, dass es gefährlich ist. Weil ich habe es erlebt. Aber warum? Du hast es erlebt? Naja, dass es gefährlich ist, ja. Es war Katastrophe bei mir. Wie was? Also, ich sage auch immer wieder, habe ich auch Gott sei Dank gemacht, bin der Meinung, wenn man einen OP macht, erstens muss man wissen, dass man es will, zweitens die Risiken sich informieren und das Allerwichtigste ist, dass man einen guten Arzt hat. Das ist das Allerwichtigste und ich habe so den krassesten rausgesucht, will ich auch gar nicht erwähnen den Namen, weil ich will nicht, dass da jetzt Leute hingehen, die werden schon selber finden, wenn die eine OP machen wollen. Der ist im Ausland, in einer wunderschönen Stadt, in einer reichen Stadt und ich bin dann extra dahin gegangen und habe mich besprochen und er hat mir die ganzen Ängste genommen. Kurz vor der OP hat er auch gesagt, Katja, du weißt schon, das ist die tödlichste OP, die es gibt auf der Welt. Schönheits-OP. Und du so, ja, komm. Und ich lieg so, geil, vielleicht sterbe ich jetzt heftig.
So, fuck, ja, aber, Angst. Was hast du denn dabei gedacht? Naja, ich bin sowieso crazy. So. Mir kann eh niemand was aus dem Kopf rausreden. Ich habe auch niemanden darüber erzählt, keinen Freunden. Nur meine Mama wusste das, weil ich weiß, meine Freunde werden mir es ausreden. Ist ja auch richtig so am Ende. Aber ich lasse mir von niemandem reinreden. Ich mache eh das, was ich möchte. Bin dann hingefahren, hatte die OP, bin aufgewacht und man kriegt in das Rückenmark eine Spritze, die auch Frauen bekommen, wenn die schwanger sind. So ein bisschen betäubend. Das ist so eine krasse Spritze. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ist das das, wo du so... gar keine Schmerzen. Ja, aber du spürst dann auch gar nichts. Gar nichts. Also das ist dann wie taub. Genau, es ist, als wäre, könnte ich es nicht mal richtig anfassen. So. Ich kenne das, weil ich hatte mal eine ganz harte OP am Oberschenkel. Ja. Und bei Männern ist es ein bisschen extrem. Also es wird jetzt wirklich ein bisschen extrem. Ja. Du hast dann halt auch keine Kontrolle mehr, weil du kriegst es ja in den Rücken. Ja. Und deine Blase ist abwärts. Also oh, das so. War bei mir nicht, glaube ich. Nee, ich war schon eingeschlafen, glaube ich. Ja, das ist wahrscheinlich. Wenn du schläfst, kriegst du eh nichts mit. Aber während ich geschlafen habe, haben die mir halt einen Katheter legen müssen. Oha. Und du hast keinen Penis, aber du musst mir glauben, es ist wirklich, also es ist das Unangenehmste, was ich jemals gespielt habe. Und auch dieses Taube, das kennst du, ne? Nach dem Aufwachen war es ja alles taub. Ja, das ist unfassbar komisch. Finde ich auch. Ich habe immer noch ein bisschen taube Stellen hier an der Seite von meiner Brust-OP. Ich fühle das nicht, dass ich mich hier anfasse zum Beispiel. Die machst du auch regelmäßig? Nee, habe ich zweimal gemacht. Einmal in Tschechien, weil ich kein Geld hatte und dann einmal Not-OP und danach fertig. Vielleicht mache ich nochmal, aber... Erstmal nicht, ich habe Angst. Nach der OP habe ich Angst. Ja, was ist da denn schiefgelaufen? Es ist nichts schiefgelaufen. Er hat alles super gemacht, ist ein super Arzt. Ich bin immer noch dankbar, wirklich an alle, die OPs wirklich machen wollen und sich das jahrelang überlegt haben. Geht zu einem guten Arzt und gebt lieber Geld aus und spart. Und wenn ihr das Geld nicht habt, Pech, dann macht die OP nicht. Niemals Geld sparen bei OPs. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Der hat sich gut um mich gekümmert. Das war übelst schön da. Aber ich war einfach schwach, weil das Ding ist, ich hatte hier halt Fett. Ich musste ja natürlich zunehmen, damit ich die OP machen kann. Wenn du nicht genügend Fett hast, kannst du das Fett ja nicht rausnehmen, weil ich habe das Fett hier rausgenommen und hier reingemacht. Ach so, das ist dein eigenes Fett, was der dann da reingemacht hat. Ja, ich mache mal Witze darüber, dass mein Po mein Bauch ist. Okay. Aber am Ende viele Frauen machen das. Deswegen ist ja nicht schlimm. Ich stehe ja dazu. Und dann hat er das gemacht und der Körper kommt nicht darauf klar. Du hast gerade hier Fett gehabt und das auf einmal ist die Durchblutung ganz anders. Das ist auf einmal alles so verschoben. Und dadurch kannst du erstens, ich glaube, ich bin kein Fachmann, falls ich was falsch sage, dann... Soll mich heute korrigieren, aber ich glaube, man kann dadurch eine Lungenembolie bekommen, wenn man es in eine falsche Arterie reinbekommt. Das habe ich natürlich nicht bekommen, aber bei mir war es einfach so, mein Körper kam nicht klar und ich war sehr, sehr schwach eine Woche lang. Ich konnte nicht richtig aufstehen, ich konnte gar nichts. Also ich habe immer gesagt, ich brauche das voll. Jetzt bereue ich das natürlich nicht, aber okay, jetzt, damit jeder weiß, ist es nicht so. Es war alles andere als locker. Darfst du dann sitzen danach? Ja, klar. Achso, danach? Nein, 2 Monate nicht. 2 Monate? Ja, ich bin auch im Auto, im Taxi gefahren, auf dem Bauch, alles. Ach, ich bin im Flugzeug auf dem Bauch. Ich mach du weißt gar nicht, was wir Frauen alles machen. Ja, nee, ich weiß nicht, was und es du gibt auch Jungs, alles... Nee, es gibt auch Jungs, die das machen. Einen Brazilian Buttlift. Es gibt auch Jungs, die das machen. Zum Beispiel der Stylist von Kylie Jenner hat das auch gemacht. Ja, das ist in Amerika so gang und gäbe, ist das auch gerade die Mädels, die da so richtig krass in der Musik oben sind, dass viele von denen das schon gemacht haben. Ist klar, aber diese OP ist halt, das weiß selbst ich und ich kenne mich nicht gut damit aus. Sollte man lieber nicht machen. Saugefährlich. So, und ich dachte mir, als ich das gesehen habe, da hat sich auf jeden Fall was getan. Was hat sie da verändert? aber das war schon naheliegend. Ja, auf jeden Fall. Aber man sollte es eigentlich nicht machen. Und ich bin auch immer noch der Meinung, auch wenn ich es jetzt gemacht habe und ich bin glücklich, und ich bin sowieso crazy, aber für die anderen Leute sollte eigentlich verboten werden. So krass. Weil es ist eine gefährliche OP, eine tödliche am Ende. Okay, was kostet die? Ich bezahle das immer. Ich mache da gar keine Kooperation oder sowas. Ich will das auch gar nicht posten, sowas, weil für was eine Kooperation. Das verstehe ich nicht, ne? Keine Kooperation bei Schönheits-OPs, wenn es um richtig krasse OPs geht. Wenn es jetzt mal Lippen sind, okay, aber bei solchen großen Sachen, nee, mache ich nicht. Deswegen, ich habe Geld bezahlt und ich glaube, ich habe 15 bezahlt. 15.000 Euro? Sehr, sehr teuer auf jeden Fall. Das ist eine Stange Geld, okay. Jo. Aber jetzt im Nachhinein... Aber lieber habe ich das Geld ausgegeben, als dass ich zu einem der Günstigeren gehe. Nee, ach, wenn du das für 5.000 machst, bist du am Ende tot. Genau. Das will keiner. Das Geld ist es nicht wert. Ja. Boah, aber crazy. Jetzt bist du einmal durch die Hölle durchgegangen und weißt auch für die Zukunft, dass du es wahrscheinlich so nicht nochmal machen würdest. Und dann gibt es auch Leute, die sagen zu mir, das weißt du ja selber in den Kommentaren, oh, sie sieht so fake aus und sie ist so plastik. Aber genau das will ich ja. Ich will ja fake und plastik aussehen. Ja, das ist ja das, was mir gefällt.
Ja, ich verstehe es total mit mir. Danke für die Info, dass ich Plastik aussehe. Das weiß ich. Das ist ja mein Ziel. In meiner Brust schlagen halt immer so zwei Herzen, ja, weil ich einerseits mir halt denke, so, ja, aber so wie du geboren bist, ist doch alles supi. Ist auch so, safe. Und du hast aber halt für dich so deinen eigenen, ganz persönlichen Style. So, du sagst es zum Glück auch ganz offen und ehrlich, das ist dass, auch du, sehr wichtig, dass du jungen Menschen da nie irgendwie zu raten möchtest oder so, weil du weißt um deine Vorbildsfunktion und ja, viele werden es mit Sicherheit trotzdem nachmachen. Aber ich glaube, der kleine, aber feine Unterschied ist, dass du stellst dich hin und sprichst für Empowerment und für Selbstbestimmtheit. Das ist der Punkt, den ich, glaube ich, zu 100% unterstütze. Und du meinst damit aber nicht, dass du deine OPs machst, sondern dass die Leute so sein sollen, wie sie sind. Genau. Richtig? Genau, und dann sagen Leute zum Beispiel zu mir wegen den OPs, Katja sagt, seid wie ihr seid, aber operiert sich. Mhm. Aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, weil das ist genau das, was ich möchte. Und das ist das, was mich glücklich macht. Schon wo ich klein war, fand ich das cool. Okay. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht liegt es auch viel an der Gesellschaft, kann auch sein. Vielleicht liegt es auch an meinem Mobbing, wer weiß. Aber mich macht es trotzdem glücklich. Ja, nur, dass wir da auch wieder auf einer Linie sind. Ja. Weil du sagst jetzt nicht, dass diese oder korrigier mich, aber ja, ich habe es jetzt so verstanden, du sagst, ganz im Ernst, jeder soll sein, wie er ist. Mhm. So, und mach das, was dich glücklich macht. Aber du sagst nicht, ey, macht OPs, weil das zeigt, dass ihr so sein könnt, wie ihr sein wollt. Auf keinen Fall. Okay. Ich meine damit jeden zum Beispiel, das mache ich immer, diesen Vergleich. Zum Beispiel, man hat einfach Bock, sich ein Iro zu machen. Oder man hat Bock, komplette schwarze Kleidung zu tragen, bunte Kleidung. Als Mann hohe Schuhe, als Mann lange Fingernägel. Als Frau maskuliner zu sein. Jeder soll genau so sein, wenn er es fühlt. Und es hat auch nichts mit OPs zu tun. Ich bin so, aber niemand muss so sein. Ich will nur ein Vorbild in der Sache sein, dass ich sage, ihr könnt auch sein, wie ihr seid, weil ich bin auch, wie ich bin. Und das bin ich. Aber nicht jeder soll genauso sein wie ich. Das ist ja Quatsch. Sehr cool. Ja. Katja, ich habe gesehen, dass du selber mittlerweile sehr aktiv auf TikTok bist. Und ich muss jetzt mal eine ehrliche Frage stellen, weil an sich seid ihr Rapper. Mittlerweile bist ja keine YouTuberin mehr, sondern Rapper. Muss ich auch lernen mit der Zeit. Ihr seid eigentlich sehr cool in eurem Auftreten. Ich habe dich auch gerade beobachtet, wie du deine Instagram-Stories machst. Das ist dann schon so ein bisschen cooler. Ihr müsst dann schon, ne, auf euer Image Acht geben. Und das ist ja auch Teil des Marketings. Ich verstehe das total. Mhm. Aber dann gab es eine Zeit, so vor 4, 5 Jahren, wo Musical.ly zu TikTok geworden, ja, ist. Und auf TikTok zu sein, war irgendwie richtig unangenehm und cringe und da sind auch nur kleine Kinder. Und jetzt sehe ich, dass du da total aktiv bist und irgendwie schon Tausende, Hunderttausende, Millionen Follower, mhm, machst. Passt das so ganz zusammen oder ist das so ein Widerspruch? Ich sehe das oft in der Rap-Szene, sehr viel von den Herren in der Rap-Szene, dass sie dann sagen, ey, wer TikToks macht, ist uncool, macht keine TikToks. Ich als Rapper, ich werde niemals TikTok machen. Schön und gut, wenn man die Meinung hat, dann ist das halt so. Aber das Ding ist, ich sehe dann vermehrt, wie der Rapper auf einmal doch auf TikTok ist. Der Rapper ist dann auf einmal doch auf TikTok. Auf einmal haben die Rapper gesehen, ach, ich kann ja meine Musik auf TikTok vermarkten. Jetzt mache ich das doch und widerspreche mir. So. Und das war schon von Anfang an mir immer so ein Dorn im Auge, weil ich mir denke, ey, wie kannst du den anderen sagen, dass irgendwas cringe ist? Es ist nichts cringe. Das Einzige, was wirklich cringe ist, wenn du Leuten, die gerade glücklich sind und Spaß haben, vor allem mit einer neuen App, denen zu sagen, dass sie peinlich sind. Bro, ich bin nicht peinlich, ich habe meinen Spaß. Du bist peinlich, dass du da stehst und sagst, voll uncool, ich mach das nicht. Deswegen, ich liebe TikTok. Ich habe mit Musical.ly schon, wann war das, vor 6 Jahren sogar, hat Musical.ly gestartet, habe ich schon direkt gemacht, durchgezogen und ich liebe TikTok und ziehe das übertrieben durch. Mein Sound ist Platz 1 gegangen auf TikTok in die Top 50, OnlyFans. Von dem Song, okay. Mhm. Und ich bin zurzeit, Gott sei Dank, ich liebe diese App und ich werde die auch immer weitermachen, bin die Top 1 in den Rap, in der Rap-Gegend so. Echt? Okay, ja. Die erfolgreichste Rapperin. Ja, vor allem nicht nur wegen den Abonnenten, das gucke ich gar nicht so krass, sondern die Klicks sogar. Hm, okay, ja, das wird ja mittlerweile auch immer wichtiger, wie viel TikTok Klicks. TikTok sind die Klicks. Ja, aber ich habe das auch wahrgenommen. Also nicht nur du bist da, sondern auch viele andere. Und oftmals, ja, ist dieses, ja, ich muss irgendwie cool wirken, schießt man sich damit halt so ein bisschen selber ins Bein, wenn man dann später auch dort unterwegs ist. Mhm. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die App vor 2, 3 Jahren
selber auch nicht so 100.000-prozentig ernst genommen, weil das einfach sehr fern war. Ich habe die selber nicht benutzt. Das war halt so alles, was Neues der Punkt. Ist komisch. Genau. So, und dann habe ich gesehen, dass es gerade junge Menschen viel benutzt. Und ich habe da selber gar keinen richtigen Anschluss gefunden. Und mittlerweile gibt es dort aber auch echt Sachen, wo ich selber sage, ey, das kann ich mir auch angucken. Das kann ich mir auch teilweise stundenlang angucken. Das ist echt gruselig. Ja, das ist wieder gruselig. Du kannst da so viel Zeit verbringen. Und ja, mittlerweile bin ich selber mit dabei. Also ja, das ist... Die App ist auf jeden Fall crazy. Ja, checkt sie ab. Müsst ihr nicht, ihr kennt mich auf TikTok, alles gut. Eure Cringe-TikTokerin. Du bist die Cringe-TikTokerin, okay. Ich mache das so gerne. Wirklich, es gibt nichts, was cringe ist, wenn man Spaß damit hat, Punkt. Das würde ich auch sagen an alle, die TikTok machen. Macht das weiter, macht eure Tänze, macht das, was ihr wollt. Es ist nicht uncool. Es ist einfach nur uncool, auf andere zu zeigen, die gerade Spaß haben. Okay. Das wollte ich noch sagen. Das ist auch sehr wichtig, dass es das einmal klargestellt ist. Ich habe jetzt noch ein ganz anderes Thema. Und zwar weiß man, wie du öffentlich unterwegs bist. Was geht so in deinem Privatleben ab? Weil da kriegt man sehr wenig von mit. Ist das bewusst von dir so gemacht? Oder du redest über deine Mama, aber zeigst sie nicht? Also mit wem wohnst du zusammen? Bist du ganz alleine zu Hause? Ich habe mit den Jahren gelernt, dass das Internet und die Öffentlichkeit halt einfach kein Platz ist, wo man alles zeigen sollte und auch nicht alles zeigen darf. Das sollen auch alle wissen, die vielleicht die Idee haben, irgendwann mal bekannt zu werden. Ich habe am Anfang, wo ich meine erste Wohnung mir gegönnt habe, die irgendwie 120 Quadratmeter hatte, ich habe alles gefilmt. Man hat nach draußen gesehen. Man hat gesehen, wo ich wohne. Das war meine Zeit, wo mich jeder gehatet hat. Da hat auch ein YouTuber meine Adresse geleakt. Und er hat meine Adresse geleakt und noch schlecht über mich geredet. Da standen Menschen vor meiner Haustür, vor meiner neuen Wohnung, ich, die nie was hatte, die glücklich ist, und haben Tomaten ans Fenster geschmissen, weil ich das gezeigt habe. Krass. Und das war mit auch mein Fehler, weil ich es gezeigt habe. Und daraus habe ich sehr viel gelernt, weil sehr viele Menschen immer in meine Privatsphäre reingegangen sind. Am Anfang dachte ich immer, ey, ich habe den Weg mir selber ausgesucht, vielleicht muss ich damit leben, vielleicht muss ich einfach akzeptieren, dass Leute zu weit in meine Privatsphäre gehen. Und dann habe ich aber gelernt, nee, ich muss es nicht akzeptieren. Ich muss selber einfach steuern, was zeige ich und was nicht. Und das dient einfach auch zur Privatsphäre meiner Familie vor allem und auch von mir. Und ich zeige am liebsten, würde ich alles zeigen. Ich bin voll offen und ich will zeigen, wo ich bin. Aber manche Sachen gehören einfach nicht ins Internet und vor allem auch nicht, wo genau ich wohne oder mit wem ich gerade jeden Tag bin. Aber was ich eigentlich mache, ist einmal mit meiner Familie 24/7 sein. Und am meisten mit meinem Neffen, meiner Nichte. Mein Neffe ist 9, meine Nichte ist 6. Den Neffen kenne ich. Und die bestehen, die sind mein Leben. Er ist ein Playboy. Er wird Geld machen. Ja, wird er? Ja, Mann. Safe. Ich sag ihm, mach das und das für mich. Also, okay, für wie viel Geld? Die richtigen Fragen stellt der junge Mann schon. Er ist krass. Und mit dem bin ich so gerne, der geht mein Herz auf. Und ansonsten besteht mein Tag daraus, dass spontan irgendwelche Leute aus der Szene zu mir kommen. Wir machen eine Session, die sind da, wir chillen. So Arbeit halt, ne? Man wird erwachsen. Okay. Aber ich gehe nicht mehr feiern. Nicht. Die Zeit ist rum. Ich bin so, okay, ich habe mein Leben gelebt, ich bin jetzt glücklich. Ich habe es selber mitbekommen. Also ab und zu gehe ich natürlich feiern. Ja? Aber nicht immer. Ja. Ab und zu. Trinkst du Alkohol? Ja, ab und zu schon. Nimmst du andere Drogen? Mm-mm. Ich bin sehr ängstlich bei sowas. Okay. Gott sei Dank, das hat mich immer beschützt, vor allem, weil ich war in Kreisen, wir hatten ja kein Geld und ich hatte Freunde, die hatten auch kein Geld und da waren auch viele, die Drogen genommen haben, ne? Und ich war schon in Kreisen, wo Leute echt krasse Drogen genommen haben und war unmittelbar in der Nähe. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Gras zu rauchen, weil ich halt so down war und klarkommen wollte. Und ich habe immer Angst gehabt vor allem, was chemisch ist. Niemals. Immer ich habe sogar Angst vor Red Bull. Wenn ich 3 Red Bull trinke, kann ich nicht schlafen. Also keine Angst, aber so, okay reicht, ich brauche okay, nicht. Das ist zu viel von dem, okay. Was ich gerade noch sagen wollte, bei dir reinzukommen, ist unmöglich. Das möchte ich in jedem Interview jetzt eigentlich sagen, damit es nie wieder dazu kommt. Weil das ist wirklich, da kommt, man findet diesen Ort erstens nicht. Zweitens gibt es keine Klingel oder sowas. Also man kann dich nicht finden. Und ich habe einen Wachmann. Ja, und der kommt auch noch dazu. Ja, also an dem kommt man nicht vorbei. Also man kann nur mit einer privaten Einladung bei dir zu Hause erscheinen und es gibt irgendwie so richtig viele Schleusen. Also man braucht sich wirklich nicht mehr... Nee, wirklich. Also das hat mich tief beeindruckt, weil ich habe es vorher so noch nie gesehen. Ich dachte mir, okay, Frau Merkel wohnt vielleicht so. Aber das war wirklich so,
okay, wir müssen hier richtig kämpfen. Dann ging keiner ans Telefon, dann mussten wir wirklich warten, bis irgendwer diese Tür aufmacht, also die Türen aufmacht, ja, bis wir bei dir zu Hause drin waren. Und ja, ich denke, das sollte abschreckend genug sein für jeden Stalker oder so. Ja, und das sollte aber auch wichtig sein, dass man, wenn man halt den Weg in die Öffentlichkeit geht, dass man weiß, dass man einfach manche Sachen dann abgeben muss. Und das sind solche Sachen so. Ich muss halt meine Privatsphäre so gesehen ein bisschen so in einen Käfig reinmachen, damit, ja, ich so meine Ruhe habe und damit alles cool ist, weil man weiß nie, wie Menschen sind. So heißt nicht, dass ich vor irgendwas Angst habe, aber man kann es nie wissen und du weißt ja, viele Menschen gönnen einfach anderen nichts. Ja, das kennst du am allerbesten. Du sagst, du gehst auch hin und wieder feiern. Wie entspannt ist das noch, wenn du so famous bist? Weil ich bin ja in Berlin und wenn ich da in den Club gehe, dann weiß der Club Bescheid. Und dann ist man cool mit denen, ist man im VIP und dann ist alles ganz cool. Und wenn jemand zu mir kommt, natürlich mache ich gerne Bilder und das ist alles für mich ganz easy. Ich liebe ja sowieso jeden, der zu mir kommt. Und es ist eigentlich ganz okay. Also ich kann jetzt nicht auf den Dancefloor gehen, weil das dann wäre Katastrophe. Ich war letztens bei einer Veranstaltung. Das war so eine TikToker-Veranstaltung und da war ich eingeladen von einem Freund und bin halt gerne hingegangen, ein paar Leute mal kennenlernen, weil ich gehe ja so selten draußen arbeite viel, habe ich mir das mal gegönnt. Und selbst da war das so. Da war ich dann in meinem Bereich und dann haben sich Schlangen gebildet, auch von bekannten TikTokern, die dann halt ein Bild gemacht haben. So, also ist nicht so easy, dass man jetzt einfach in den Club geht, da bilden sich dann Schlangen. Okay. Aber wenn man im VIP ist, geht's. Im VIP geht's. Und wenn man vor allem in Clubs geht, wo auch andere bekannte Personen sind, wo sich das dann relativiert. Läufst du dann auch so da rum? Ja. Also so nur auffällig? Das lasse ich mir nicht nehmen. Okay, das ist schon dann Auftritt. Das lasse ich mir nicht nehmen. Okay. Das, ja, du könntest ja auch so mit Kapuze und so an der Kamera rein. Ich wünschte, ich wäre so und alle sagen, ey, mach dir doch mal eine andere Perücke drauf, eine schwarze und Kontaktlinsen. Ist das eine Perücke? Nee. Nein, das sind meine Haare. Also ja, Extensions, ja, und gefärbt, aber es sind natürlich meine Haare. Ja. Und nee, ich mach das nicht. Ich fühle das nicht. Ich brauche diese Attention. Ich bin voll so. Okay. Jetzt ist ein Thema, da muss ich dich zu fragen. Viele Leute gehen feiern, weil sie Single sind und dort mal jemanden kennenlernen wollen. Mhm. Wie ist es bei dir? Also du bist die Mami und Euro-Mami, Boss-Bitch, alles volles Programm. Aber bist du eine Single-Lady oder wünschst du dir das auch irgendwann mal, so eine bekannte Person des Öffentlichkeitslebens zu sein mit, weiß ich nicht, so einem richtig coolen Fußballer an der Seite oder so? Ich bin Single. Und ich finde es auch sehr schwierig, jemanden zu finden, sage ich dir ehrlich, weil ich jetzt einfach viel reifer bin und viel mehr Bescheid weiß, auch über Männer und über das, was Männer manchmal von mir wollen. Es ist ja nicht nur das Sexuelle, es ist auch der Ruhm, es ist auch das Geld. Es sind viele Dinge, wo ich mir nicht sicher sein kann, ob es jemand ernst meint. Das ist erstmal Punkt 1, deswegen bin ich sowieso schon auf Abstand. Zweitens bräuchte ich dann auch jemanden, der in meiner Liga ist, weil ich möchte niemanden aushalten und ich möchte aber auch nicht, dass er mich finanziert. Das heißt, man sollte auf einer Liga sein, dass man einfach sich versteht. Hast du das auch finanziell auf der? Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil also dein Mann muss auf jeden Fall Kohle haben. Ich bin ein netter Mensch und ich gebe der Person Geld. Ich bin so. Also und das wird ausgenutzt. Okay. Das möchte ich nicht, das geht auch nicht. Der Mann muss ja erstmal darauf klarkommen, dass ich Onlyfans mache. Stimmt. Das noch dazu. Da bin ich mal gespannt. Es gibt keinen Mann auf dieser Welt, der mir nur 1% meiner Arbeit reinredet. Okay. Die Person ist direkt weg. Es haben viele versucht. Auch in der Vergangenheit. Ja, kannst du dich nicht mal ordentlich anziehen? Okay, tschüss. Direkt. Tschüss. So, okay. Und dann sagen die, ja, okay, doch, ich akzeptiere dich. So, nee, geh mal, du wolltest mich verändern gerade. Okay, das heißt, da bist du dann kategorisch. Das gibt's nicht. Crazy. Ja, ich bin mal sehr gespannt auf die Meinung in den Kommentaren, weil das ist ein spannendes Thema. Seht ihr mich? Du sagst, das ist dein Job, so, du wirst da auch nichts dran ändern. Und so als Partner, was sagt ihr? Würdet ihr sagen, ja, okay, dann, wenn das ihr Job ist, dann muss ich dem einfach stattgeben? Oder würdet ihr versuchen, da reinzureden? Mhm. Weil an sich, ich sehe es halt ähnlich. Es ist deine Arbeit, du siehst es auch als Business, du verdienst dein Geld damit und es macht dir Spaß. Also gibt es eigentlich keinen Grund daran, jetzt gerade etwas zu verändern. Voll, und es ist auch ein Teil von mir. Und warum sollte man, also man lernt mich ja kennen, wie ich bin. Und man lernt mich kennen, man mag mich, um mich dann zu verändern. So, was mochtest du dann an mir? So, weißt du? Deswegen, also echte Liebe kannst du dann... Genau, jemand, der mich mag, wird das akzeptieren. Und wenn diese Person nicht kommt, dann ist alles cool. Aber Kinder willst du haben? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Ja. Musstest ich würde auch gerne mein Kind adoptieren. Wollte ich gerade fragen. Aber wie läuft das? Und vor allem ich mit meiner Freizügigkeit, weiß man auch nicht, wie das da läuft. Ne? Oh, ist das so eine... Weiß ich nicht. Okay. Ich bin einfach nur gewohnt, dass Leute bei mir dann immer sagen, ja, vielleicht nicht mit Kindern. Hast du so ein Alter, wo du sagst, okay, dann werde ich richtig Mami? Nee, das wird von alleine passieren. Okay. Also ich wäre immer ready, mich um ein Kind zu kümmern, auch wenn ich meine Arbeit habe. Also für mein Kind würde ich immer zurückstufen.
Also es kommt jetzt auch nicht zwingend auf den richtigen Traummann an, sondern wenn es ein adoptiertes Kind ist, kannst du dem auch 100% Liebe schenken. Ja, aber ich bräuchte immer einen Mann, weil ich in meiner Kindheit keinen Mann hatte. Mhm. Und ich weiß, wie wichtig das ist, beide Eltern zu haben. Okay. Also, dass man wenigstens jemanden hat, der die Männerrolle hat und jemand, der die Frauenrolle hat, weil ich hätte viele Werte von meinem Vater gebraucht, die meine Mutter mir nicht geben kann. So solche Sachen wie dein Wert, wie verteidigst du dich, wie bleibst du standhaft, wie sagst du nein, sowas habe ich nicht beigebracht bekommen. Und das braucht für mich meiner Meinung nach ein Kind immer. Okay. Beide Seiten so. Also ist schon ein Mann wichtig. Dafür wäre oder jemand einfach, ich stehe auch auf Frauen. Wollte ich nämlich gerade fragen. Genau. Boah, krass. Ich wollte nämlich gerade fragen. Ja. Ich sehe es so häufig, dass du mit Mädels halt auch super close wirst. Und ich konnte es nie einschätzen, ist es jetzt, weil du ja in erster Linie mit so Onlyfans-Kram auch auf die Männerwelt so ein bisschen anspielst. Ist es noch viele Frauenabonnentinnen. Ah, spannend. Okay. Also ist es für dich auch so ein Ding, wo du sagst, ey, ich bin offiziell auch bisexuell? 100% bin ich auch schon ewig. Am Anfang war es so, wo ich so, keine Ahnung, 13, 14 war, war es erstmal so mit Freundinnen, dass man sich küsst und dass man einfach auf Partys betrunken ist. Und dann irgendwann hatte ich meine ersten Erlebnisse mit Frauen. Und ich habe dann auch gemerkt, der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich wirklich bi bin, ist, wo ich gemerkt habe, dass ich mir eine Frau angucke und es mir unangenehm war, ob es jemand sieht. Dass ich mir dachte, oh, jemand sieht gerade, dass ich sie nice finde. Und dann wusste ich, okay, ich stehe auf Frauen. Weil sonst guckst du dir eine Frau an, wenn du keine Hintergedanken hast, als Mädchen, oh, du siehst so toll aus und bla. Aber dann warst du, fuck, die sehen, dass ich auf sie stehe. Ja. So, und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin auch bi. Auch sehr cool, dass du das so offen sagst, weil ich glaube, das wird auch dem einen oder anderen Mädel da draußen helfen, weil diesen Moment, das richtig zu erfassen, dass man sagt, okay, ich bin bi oder homosexuell, das fällt vielen super, super schwer, auch heute noch. Und finde ich auch wichtig, dass man sagt, viele haben immer diesen Drang, ich muss mich jetzt outen. Man muss sich nicht outen, man kann warten, man kann überlegen, man hat keinen Drang, dass man jetzt jedem sagen muss, ey, ich bin das und das. Lasst euch eure Zeit, macht das, was ihr wollt. Wächst in euch selbst und dann sagt das den Leuten. Also es gibt keinen Drang, du musst das jetzt jedem sagen. Macht es selber, wie ihr denkt. Ja. Das ist auch ganz wichtig, weil immer die Gesellschaft gibt den Menschen ganz viel Druck, dass man sich outen muss. Nee, also das ist immer noch Privatsache, genau. Ganz klar. Genau. Ja. Hauptsache, man weiß selber einfach, ich bin so und das ist cool so und das ist überhaupt nichts Schlimmes daran. Wie würdest du denn, weil das interessiert mich jetzt noch, wie würdest du einem Mädchen das denn beibringen, dass du auf sie stehst? Weil du gehst ja immer so dieses gefühlte Risiko ein, dass sie halt einfach nicht auf Mädels steht so, und du auf, ne, dass es irgendwie komisch dann kommt. Manchmal merkt man das bei Frauen. Also Frauen sind bei mir sehr offen und die sind dann bei mir so, wenn ich mit Mädels trinke, ey, du bist so nice, wollen wir nicht da und da hingehen, wollen wir nicht das? Alle Frauen sind bei mir richtig, richtig offen und ich versuche das dann immer so, ich fange dann irgendwie darüber an zu reden, dass man auch auf Frauen steht und bla und check einfach ab, ob die Person es auch tut. Und wenn die Nein sagt, dann ist es einfach ihr Ding und dann nerv ich die auch nicht weiter. Okay, aber dann ist es auch einfach so wie ein ganz normaler Korb letztendlich, ne? Genau, aber das ist ja auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, ey, ich stehe nur auf Männer. So, ich weiß, wie es ist, als Frau belästigt zu werden. Warum sollte ich dann eine Frau belästigen, weil ich die nice finde? Ja, ja, diese Grenzen muss man immer wahren, das stimmt schon. Crazy. Katja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das heute wieder sehr viel Freude bereitet. Ich ziehe den Hut, das weißt du, aber das ist gegenseitiger Respekt, deshalb treffen wir uns regelmäßig und das macht wirklich jedes Mal aufs Neue Spaß. Ja. Vor allem hast du immer, wenn du kommst, auch einiges zu erzählen und ich habe einiges verfolgt oder selber erlebt, wo ich mir denke, Alter, das muss ich dir erzählen und es ist irgendwie so richtiges Bonding irgendwie geworden, wo wir uns immer wieder austauschen. Ich drück dir, egal wie, ganz, ganz fest die Daumen, weil ich weiß, dass dein Weg immer schon steinig war und er wird wahrscheinlich in Zukunft auch nicht locker, easy, flockig. Dafür bist du einfach wahrscheinlich zu crazy. Ja, ich habe den Weg irgendwie bekommen. Ja, das ist deine Mission so ein bisschen. Aber dass du dich da auf dem Weg auf keinen Fall verbiegen lässt, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass wir durch solche Gespräche auch die Möglichkeit bieten, dass wir so einen Menschen ein bisschen besser kennenlernen. Ich kann mich erinnern und ich bin mir sicher, dass es unter diesem Video wieder dasselbe sein wird. Die Menschen, die das gucken und dich irgendwie nur mal vor 5 Jahren gesehen haben, irgendwo zerrissen, die das dann sehen, so ein Interview wie heute, die sagt, also wer hier rausgeht und sagt, die Frau hat ein Rad ab oder die ist scheiße oder ich gönne es ihr nicht, dann tut's mir leid, aber das wird einfach die Minderheit sein, weil egal, also du veränderst dich optisch jedes Mal. Ich komme immer an, ich habe neues Gesicht, bunt, neuen Körper. Was hatten wir, Brazilian Buttlift, die Brüste und was auch immer, aber ich merke halt, dass da drinnen immer derselbe Mensch mit mir redet so und das ist immer wieder total herzlich, total warm.
Mir macht es Spaß. Vielen Dank, mir auch. So ich drücke dir die Daumen, geh bitte immer weiter auf eins, provoziere die restliche Szene, das freut mich zutiefst. Und ja, ich hoffe, dass wir uns einfach bald wiedersehen. 100 Millionen %. Übrigens, Leroy ist immer die Person, wo ich am liebsten zum Interview gehe. Und mein einziges Interview wirklich. Ich wollte das unbedingt mit dir machen und ich schätze das übertrieben. Ja, wir haben diesen Termin geschafft und Freunde, ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare. Checkt Katja ab, diese Box. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Und schaut bei ihr auf TikTok vorbei, da ist sie jetzt richtig. Freunde, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Cool. Yes. Danke. Richtig wow. Gut. Wow.